Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 5. Wir gehen jetzt endlich hier runter. Ach, hier ist der Willenssamen. Nur der Willenssamen? Wo geht's dann lang? Ja, wir haben da auch noch nicht auf rechts gedrückt, also. Na, immerhin haben wir ihn. Ich weiß. Das heißt, um hier weiterzukommen, müssen wir hier auch auf rechts drücken, oder? Ja, okay, habe ich sogar richtig gedacht. Okay, let's go. Und da wieder Kameras und Gegner. We can hit it when it turns around. Oh. Sicherheitsvorkehrungen hier scheinen viel stärker zu sein. Kein Grund zur Sorge, wir müssen wie vorhin einfach die Stromzufuhr der Schranken ausschalten. Jedenfalls müssen wir eine Reihe von Stromkästen finden. Ja, das wird spaßig. Ja, ich weiß. Ich glaube, die Kameras sind ausgeschaltet, was immer gut ist. Schade, ich komme da gar nicht hoch. Ich dachte, ich komme da hoch. Darf ich den bitte angreifen? Nein, jetzt nicht mehr. So, Dankeschön. Heavy resistent. High an. Es gibt noch mehr. Das entwickelt sich zu einem echten Mühsal. Können hier auch welche direkt über uns sein? Ja, ich weiß, ganz oben war auch einer. Aber ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen.
Zumindest halt noch nicht. Wir können es auf jeden Fall hier hoch. Weiß ja auch nicht, was es uns bringt. Wir müssen irgendwo da hoch. Irgendwie müssen wir da hoch. Oh Gott. Ja, bitte versteck dich. Oh. Wie kommen wir da hoch? Das ist eine sehr gute Frage. Wo bin ich? Ah, ich bin nicht, ich gehe wieder zurück. Nein, das will ich gar nicht. Ach, da oben kann man auch noch lang. Jetzt sehe ich das erst. Okay. Bitte geh weg, ich will dich nicht angreifen. Ich will dich nicht angreifen, geh weg! Oh ne, warum ist das nicht? Warum kann man sich hier nicht verstecken? Außer hier natürlich. Da kann man sich verstecken. Tschüss. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Zu der Etage haben wir noch keinen einzigen Hinweis gefunden. Willst du weitergehen? Hä? Später zurück. Wir müssen doch hier lang. Das ist Wahnsinn. Der Tresor, Kenjiro muss ja eine gewaltige Menge an Geld eingesagt haben. Ich habe aber im ganzen Palast nichts gesehen, wofür er es ausgeben haben können. Vielleicht will er jetzt einfach nur horten. Für seine Diskussion haben wir jetzt keine Zeit. Gehen wir weiter. Sieh dir das an. Da drüben, so ein Hinweisdings. Und das ist die Stromversorgung der Schranken. Ach, du hast recht, hier entlang ist eine Sackgasse. Wir müssen wohl oder übel einen anderen Weg suchen. Hast du gesehen? Oh, 20.000 Yen! Das ist doch unnötig, ey. Wir müssen es machen, sonst kommen wir nicht weiter. Ah. Jetzt kann man da oben auch noch lang. Diese Furzgeräusche machen sich besser. L. Alter, was? Das sieht ja aus wie Algebra. Ich bin jetzt schon verwirrt. Penta, das ist doch nur ganz einfach Addition. Aha. Warum kann ich da nicht hoch? Muss ich erstmal hier hoch, oder? Ja. Talk about luck, wolltest du sagen? Oh, da ist ein Schatten. Oder echt, ist da ein Schatten? Warum wird er mir nicht mal... Ach, er wird mir markiert, er ist nur so weit weg. Oh. Was? Wie hat er mich jetzt bitte entdeckt? Als ob der noch einen Angriff hat. Are you okay? We'll get them for that.
Ich sehe, deswegen würde ich dich ja gern heilen. Arschloch. Ja, was ist jetzt los? Wir werden von allen gejagt gerade. Ah ne, jetzt nicht mehr, weil wir einen besiegt haben. Sehr gut. Das war genau mein Plan. Mach's bitte kaputt. Hä? Perfekt, gut. Ich erkenne voll den... Ey, ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe halt wirklich nicht... Ich habe halt wirklich nicht genug SP, um den kalt zu machen. Du schon. Ich frage mich halt immer noch, wie der eine Typ uns entdeckt hat. Mach's kaputt. Hä? Ich check das nicht. Wir machen da irgendwas kaputt, aber es bringt nichts. Da ist ein Hund, warum wird es mir nicht auf der Karte markiert? Das ist doch richtig kacke. Wieso? Ja, und warum kann man die Kacke nicht ausstellen? Hier müssen wir den Code eingeben. Ja, guck, jetzt kommt man da hoch. Da, wo das Ding ist. Hä? Ich fühle mich aber hier komplett verarscht, oder was? Was bringt das hier uns? Bringt uns ja nichts. Da hinten müssen wir hin. Hä, wie doof ist denn das? Ach egal. Wisst ihr was? Leute, ich beichte jetzt, ich weiß das Passwort schon. Ingrid Gold. Ich denke, das Muster wird hier auch nicht anders sein. Wir müssen den Code entziffern, dem ist wohl so. Ich hoffe nur, wir schaffen es mit den Hinweisen, die wir bereits haben. Ja, weil ich habe die Kraft von Google. Weil ich nämlich vorher das andere eingeben musste. Und dann kam das andere auch schon. Dachte ich mir, okay, komm, machen wir uns das Ganze viel einfacher. Weil ich habe keine Lust, das hier rauszufinden. Ist nämlich ziemlich öde. Genial, wieder richtig. Der goldene Schein. Schon wieder. Das ist der Lohn für meine harte Arbeit. Glaubt ihr echt, Leute, bestehen ist ein Grund zum Feiern? Der gehört auch in die Klapse. Dieser Menge bin ich unangreifbar, allmächtig. Ich habe mich verändert. Ich bin nicht länger die Person, die ich früher mal war. Die er früher mal war? Was ist bloß mit ihm passiert, dass er solche verwirrten Gedanken hat? Keine Ahnung, was in seiner Vergangenheit passiert ist, aber seine Taten sind unverzeihlich.
Wenn meine Vermutungen zutreffend sind, dann war das das letzte Gerät. Sehr gut, gehen wir zurück und schauen uns im Tresor um. Ich will das nochmal speichern, bitte. Hey, da ist noch ein Aufzug. Dann führt jetzt wirklich ein Weg nach unten. Hoffentlich auf dem Schatz. Du bist ja eine wahre Prophetin, Queen. Der Dank gebührt dem Notizbuch. Ohne das wären wir jetzt nicht hier. Aber habt ihr gehört, was der Schattenkaneshiro genau gesagt hat? Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Er hat sich doch irgendwie unsicher angehört, oder? Genau, er hat nur immer wiederholt, wie reich und mächtig er sein will. Wenn er deswegen unsicher ist, dann ist er doch nur ein armseliger Schwächling. Er muss sich so lange selbst eingeredet haben, stark und reich zu sein, dass er es selbst geglaubt hat. Wenn wir den Sinneswandel auslösen, finden wir es raus. Beeilung, Joker. Ich hab's. Once we get this far, we need this calling card thing. A calling card? I see. Making the target believe that the treasure is in danger will cause it to materialize. That's quite a bold trick. Huh? She understood? Joker, we'll defer to you regarding its timing. Okay, guys, let's get ready for the heist. The next time we enter that treasure room will be after we send out the calling card. Yet, that Kaneshiro bastard only showed his stupid face once. That doesn't matter. As long as we steal the treasure, we'll change his heart. Then let's act as the Phantom Thieves should and send the calling card. Son! If you wish to train or explore further before sending it, that decision is purely yours. Verlasse den Palast. Machen wir und wir haben ja schon gesagt, wir müssen ein bisschen uns upgraden oder halt ein bisschen mehr Sachen machen, weil wir sind halt wirklich echt am, also ein paar Items und so kaufen. Und vielleicht mit dem Doktor reden. Weil der steigert unsere SP. Was mich aber aufregt, ist, dass es halt nur bei Joker dann alles steigt. Bei den anderen steigt es ja gar nicht. Außer wir gehen vielleicht ins Fitnessstudio mit jemandem. Okay, wir gehen dann raus. Ein ganz ungutes Gefühl. Ja. What do you think, inmate? Surprise. This is a failsafe to ensure you do not neglect your rehabilitation. It's intended to push you into performing executions. We call it a fusion alarm. It's a warning system that tells you when you've been slacking off on your duties. When you hear this sound, the first things on your mind should be this place and executions. You must become stronger for the sake of your rehabilitation. Executions will be much more severe when the alarm is sounding. The result of this is that any fused personas will be further strengthened. However, the more executions that you perform during the alarm, the higher the chance of an accident occurring. With that in mind, you must prepare more than usual while performing executions in the midst of an alarm. The alarm will sound after you've endured numerous repeated battles. Make certain you come here as soon as you hear it. Got that? Good. You'd better make excellent use of the alarm.
Fusionsalarm. Ein Fusionsalarm kann nach einem Sieg im Meta-Universum auftreten. Der Valid Room wird rot und eine Hinrichtung wird andere Resultate liefern als sonst. Personas erhalten mehrere Statuswerte, andere Skills und maximale Skill-Erbeplätze. Guillotine, elektrischer Stuhl oder mehrmals dieselbe Hinrichtung führen zu Unfällen. Wenn du die Persona, die während des Alarms erschaffen wurde, als Material verwendest, kann es einen Unfall geben. Es besteht aber auch die Chance auf noch höhere Statuswerte. Beim Unfall wirst du gebeten zu gehen. Der Alarm endet auch, wenn du nach einer Fusion gehst. Rede mit den Wärterinnen, um den Alarm ohne Fusion zu beenden. Well then, continue to devote yourself to your rehabilitation. Pursue rehabilitation with all your body and soul. Alarm time, inmate! Weil kein Bekannt ist auch unerwartet. This is an alarm fusion. It is neither remarkable nor unremarkable. You okay with this? It is neither remarkable nor unremarkable. It is neither remarkable nor unremarkable. Choose which skills to inherit. I cannot expect any new power from this. Und fertig. Hä?
Ich muss die alle irgendwie machen. I cannot expect any new power from this. Ja, geht ja nicht anders. Ich bin Yaxi. Nee, ich werde zu deiner Maske werden. Alle verzerren, die sich gegen dich stellen. Nur über Passagier mehr Kraft zu besetzen, als normal zu erwarten war. Scheint gleich etwas mit einem Skill. Willst du das erlauben? Mach das. Ja, okay. Ice Boost. Was sagst du dazu? Ist es nicht großartig? Deine neue Persona quillt vorübergehend nur so über von Kraft. Du erhältst eventuell unerwartete Resultate, wenn du diese während des Alarms für ein Ritual nutzt. Auch wenn das nicht das gewünschte Ergebnis ist, wird etwas Großes passieren. Nutzt es das also aus. Ich höre das Ächzen der Guillotine. Es ist zu gefährlich, die momentan weiter einzusetzen. Na, dann lassen wir es. Gehst du schon zurück? Ja, die Guillotine ist doch im Arsch, die sollte er nicht benutzen, hat doch gerade gesagt. Was machst du da? Wir sollten aufbrechen. Wir haben so einen Schatz gesichert, willst du jetzt wirklich von hier verschwinden? Ja! Was sollen wir sonst machen? Unser Weg zum Schatz gesehen, jetzt müssen wir nur noch die Prager-Karte verschicken. Genau, die Vorbereitungen sind fertig und jetzt kommt der wahre Test. Nur keine Panik, Joker, wir müssen erfolgreich sein, wo wir jetzt so weit gekommen sind. Aber keine Panik. Du hast dich heute super geschlagen, müde? Wann verschicken wir die Prager-Karte? Wir müssen uns beeilen. Stimmt, je früher, desto besser. Ist ja nicht gesagt, dass er sein Versprechen hält. Was meinst du, Makoto? Ich kann es kaum erwarten, sie endlich abzuschicken. Ich will seinen widerlichen Verbrechen so schnell wie möglich ein Ende bereiten. Wie immer völlig ruhig. Okay, wir überlassen das dir. Wir sind jederzeit startklar, du musst nur Bescheid geben. Gut, Leute, wie sagen wir mal hier im nächsten Ball weiter bei Persona 5 und ciao.